Hallo und herzlich willkommen zurück zu Faster Than Light. Hallo. Mit dem Erik und dem Tommy von Slay Massive. Wir sind wieder am Start und mit unserem Mantis Cruiser. Mit unserem Mantis Cruiser und unserer tapferen Crew, leider etwas dezimiert immer noch. Aber wir werden es wieder gut machen, hoffentlich. Und wir nehmen nochmal den Sultan Homeworld, oder? Ja. Das lief doch wunderbar eigentlich. Ich denke auch, es lief wunderbar, ja. Nicht so viel Scrap, aber es lief. Hier ist ein Store erstmal. Ja, erstmal, den heben wir uns auf. Ja, dann wähl die Route auch, so, dass wir da aber nochmal gut hinkommen. Auf jeden Fall, ja, mach ich. So, Asteroidenfeld. Puh, das ist immer hart. Aber wir haben echt wenig gekriegt bisher. Ja, das kann aber der Hall übel Damage geben. Ja, aber da ist ja auch direkt ein Store, also. Ja. Aber dann geben wir wieder alles aus, was wir haben. Dann können wir uns. Ach, fuck. Ach, fuck, yo. Was. Warum haben wir denn nur Pech im Moment? Das ist, wir sind echt vom Pech verfolgt. Los, Kämpfer. Oh Mann, ey, das ist echt schade. Das ist so bitter. Aber 5 geht sogar noch. Also das Risiko, finde ich, kann man eingehen. 5 Damage sind vielleicht 10 Scrap quasi und dann hat man es wieder. Alle heilen. Ja. Pilot auch heilen, genau. Ah, Dango Vango. Ach, das ist echt mies. Unser Motor-Guy. So, jetzt. So nach unten, oder? Ja, hier erstmal noch. Ich würde direkt, ja, oder direkt nach unten. Ja, noch ein bisschen Scrap sammeln, oder? Weil wenn wir echt reparieren wollen und was kaufen, brauchen wir schon einiges an Scrap. Oh, guck mal, das ist doch easy. Da ja, schicken das wir einfach. Cool. Da ist auch ein Sultan. Oh, aber da ist auch eine Rakete, deswegen wieder Defense Drone rein. Und direkt und erstmal den Sultan schnetzeln, oder? Ja, den Stunner kannst du aber auch das Schild auf die Rakete Fall stellen. Dann. Und den. Ja, den Stunner brauchen wir nicht mal unbedingt. Ja, stimmt. Ja, ja, hol sie einfach rüber. Ja, so rüber. Es sind ja nur 2 Leute am Bord. Ja, eben. Guck mal, der Sultan kriegt jetzt erstmal direkt die Hucke voll von 2 Level 2 Mantisten. Und ja, er hat zwar eine dicke Rakete am Start, aber der Sultan von ihm ist schon tot. Damit hat er auch eine Energie weniger. Ja. Und, oh, unsere Necrofly geht langsam down, aber die packen den noch zu zweit. Easy. So, das war's schon. So schnell kann das gehen. Alle zurück. Alle heilen. Sehr schön. Die machen das echt gut, die Reliquette und die Necrofly. Das muss man schon sagen. Ja, auf jeden Fall. Sehr gutes Team, sehr gutes Team. Was glaubst du, wie die abgehen, wenn die erstmal noch ein Level kriegen auf Kämpfen? Ja. Oh, da ist sogar noch ein Distress, den könnten wir. Ah, nee, den schaffst du nicht mehr zum Store. Ja. Und zu dem musst du auf jeden Fall. Ja. Boah, so. Das wird eh nochmal hart jetzt. Ion Charger? Ja, okay, aber es sind wieder nur. Was, ein Sultan und ein Rock? Oder ist das ein Beam oder was dann? Nee, Sultan und ein Angie, oh Gott, die sind so schnell down, sobald das Schild unten ist. Ion Laser aufs Schild hast du schon, ja. Hab ich, ja. Boarding Drone? Brauchen vielleicht mal so lange einen hier in den Waffen, damit es ein bisschen schneller geht. Boarding Drone bringt halt nichts, die prallt ab an dem Schild. Mit dem Beam kann er uns halt gar nichts. Nee, damit auch nicht, also gar kein Ding. Und danach werden die Mantisse das Schiff entern und ihnen sowas von in den Arsch treten. Du freust dich. Der Erik wollte auch unbedingt das Mantis-Schiff nehmen. Das kann man an der Stelle auch nochmal erzählen. Ich war eigentlich für andere Schiffe, aber der Erik hat mich überzeugt. Ja, das Mantis-Schiff haben wir noch nie genommen halt. Ja. Also auch so. Es ist auch, muss man auch dazu sagen, echt schwer zu kriegen. Ja, eben. Oh, das hat den Thronraum ein bisschen erwischt. Kam genau in der Richtung. Ey, wir haben schon wieder da vorbeigeschossen. Ja, der hat eine hohe Ausweichchance. Mann. Aber vom Teleportieren kann er nicht ausweichen, die Sau. Ja, gleich, sobald dieses grüne Schild und. Ey. Jetzt hat er den Pilotenraum erwischt. Jetzt erwischt er uns schon wieder. Okay, jetzt, das war's jetzt für dich. Jetzt hol rüber. Mach's gut. Oh ne, das sind 2 Sultan auch noch. Oh Gott. Guck mal, wie schnell die sterben. Einer tot. Zweiter tot. Hart. Krasser Scheiß. Das war echt hart. So. Schnell rüber, heilen. Ah, die waren ganz schön stark, die haben ganz schön Damage gemacht. Komischerweise. Ja, die waren vielleicht schon trainiert. Ja, schien so. So, Necrofly und Reliquette. Sind wir voll. Und jetzt haben wir 126, können nochmal zum Store. Ja, und hoffentlich kriegen wir ein Crewmitglied.
und reparieren alles auf jeden Fall. Kannst auf jeden Fall. Ja, das mache ich auch auf jeden Fall. Hacking System oder ja, den Burst Laser 3. Holy crap. Geh mal auf und die Page 2. Oder ein Holy crap. Oder ein Crewmitglied. Noch ein. Oh. Und eine Combat Drone wäre natürlich auch nice. Oh Gott. Gott, hier kann man sich gar nicht entscheiden. Gell? Hey, drei Sachen, die richtig vier Sachen, die richtig fett sind. Ja, das Hacking System wäre richtig geil. Der Burst Laser ultra geil. Dafür müssten wir halt erst nochmal, bis wir den einsetzen können, dauert halt noch ein bisschen, aber der ist halt, boah. Das ist ja, halt das schon viel. Ja, aber das ist eine Investition. Das ist schon eine Nummer. Die ist ja. aber zu krass. Ja, das kann schon sein. Oder? Weil die bringt uns jetzt halt über mehrere Sektoren vielleicht noch gar nichts. Ist halt voll schade, dass der hier 55 kostet, ne? Wir könnten noch einen Mensch mitnehmen und die Combat Drone 1. Oder so. Obwohl die Combat Drone, na. Die brauchen wir eigentlich nicht. Na, brauchen wir eigentlich nicht, ne. Wir bräuchten eher eine Defense 2. Also wollen wir einfach hier den Aki mitnehmen? Warte mal ganz kurz, ich würde das Hacking System mitnehmen. Ja? Glaube ich. Ja, stimmt eigentlich. Komm. Oder? Also jetzt nochmal ganz realistisch. Ah, okay, das ist unser letzter Chip-Slot. Ja, wir brauchen ja eh nichts anderes. Hacking, Cloaking könnten wir halt noch, oder was? Ja, was gibt's denn noch? Hacking, Cloaking, ja, die Clone Bay gibt's wie gesagt ja, noch. Ja, okay, und, aber die würde ja ersetzt werden, weißt Mind Control. Stimmt, Mind Control. Mind Control wäre auch fett halt, ne? Aber ich glaube auch irgendwie Hacking fahren wir noch geiler mit. Also ich da sind wir auch noch. Gerade beim Endboss. Da können wir noch uns mehr Entscheidungen offen lassen, so ein bisschen. Ja, okay, komm. Aber es ist halt, also ein Crewmitglied steht aber ganz oben beim nächsten Store. Ja, auf jeden Fall. So, zack. Ja, jetzt brauchst du sonst nichts mehr kaufen. Nee. Weil wir brauchen jetzt eh noch einen Energie. Da hat er direkt. Ja, cool. Hat er direkt. Wir brauchen trotzdem nochmal eine Energie demnächst. So, dann jumpen wir mal schnell hier raus, weil das die sonst jetzt echt auf dem Ich feiere es richtig gerade. Ja, das Neumann. Ist geil. Jetzt trumpfen wir richtig auf, Freunde. Ja. Mit dem Hacking System machen Attack wir them, hear them out. Sultan Peace Envoy. Sultan Peace Envoy. Machen wir fertig. Ja, ne, ey, wir sind Mantisse. Ich meine, wir sind so komische Spider-Aliens. Wir greifen einfach alles an und töten. Vor allem Sultans, diese kleine weak ja, Geist sind. Zack, komm her. Zwei Sultan. Kleine Weake. Zack, pack den Burst Laser 3 aus. Gehackt wird jetzt erstmal. Das Schild, ja. Ah, das geht auch erst, wenn das Schild unten ist. Die sind schon krass, die Sultan-Schilde. Ja, machst du mit dem Ionenlaser schnell down halt. Ja, was ein Glück haben wir diesen Ionen-Stunner gefunden, echt. Sonst, boah. Der zieht auch schon noch zwei ab, ne? Ja, zwei Damage macht er an den ihrem Schild. Ist auch ziemlich cool. Brauchen wir nur drei Schüsse. Oh, ein Miss. Ein Miss, ein dreckiger Aber Miss. Die wollen auch bestimmt wegjumpen, aber sobald das Schild unten ist, werden ja, sie du kannst so ja den, kannst ja den Motor hacken, ja. Direkt. Ja, auf jeden Fall. Und dann holst du noch beide rüber, beide Mantis. Ja, ja. Zieh den einen schon mal in den Teleporter. So. Oh ja, hast du recht. So. Ja, okay, ist fertig, jetzt wird gehackt. Und zwar der Motor. Motor gehackt. Ja, das ist geil, und hacken. Und rüber. Ist das so assi, wie wir drauf sind momentan? Ja, das ist wirklich assi. So assi. Ich feiere das gerade ja, so hart. Die gehen jetzt beide in die Haltstation, aber selbst in der Haltstation haben sie gegen unsere Mantisse eigentlich keine Chance, glaube ich. Boah, sie halten sich. Oh ja, sie halten sich gut. Dann machen wir wohl doch die Waffen kaputt. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es sich so gut... Ah, jetzt geht einer down. Ah, gerade so hat es geschafft, aber jetzt geht der nächste down. Aber wieder gerade so geschafft. Aber wir müssen das Dings... Hier, komm schon. Das hätten wir hacken sollen. Aber egal, dann hol ich es halt nochmal zurück. Ja, hol sie nochmal zurück. Leider können wir jetzt nicht das neu hacken. Nochmal. Ja, wir haben uns für den Motor entschieden, das ist halt gut, so kommen sie nicht weg. Ist schon gut. Ja gut, halt zumindest eine Zeit lang, ne? Aber dann irgendwann kommen sie auch weg. Wir müssen auf jeden Fall den Teleporter, dass wir das schneller hin und her machen können, den müssen wir auch nochmal upgraden auf jeden Fall. Das hilft so viel, wenn man da schneller ist. Ja, das stimmt. Ab geht's. Direkt in die Krankenstation. Nee, da kannst du. Stell dich nicht in der Krankenstation. Da werden ja auch alle gestunt gerade. Okay, dann mach ich jetzt hier. Ja. Und dann lassen wir sie einfach ersticken. Ja, machen wir es wieder auf die Erstickungstour. Wir könnten natürlich auch noch eine Boarding Drone dazu holen. Ja, mach doch. Hause rein. Richtig assi.
Zack. Damit ist die Sache entschieden. Damit ist die Sache sowas von entschieden. Auch noch ein Loch da reingerissen. Ihr könnt es versuchen, euch zu heilen, aber es wird euch nichts bringen. Und der Sauerstoff ist im Arsch. Sauerstoff ist im Arsch, nächstes noch sind die Waffen. Und dann holst du sie rüber. Einer ist doch schon gestorben jetzt, ja, von den Soldaten. Ah, das war's. Okay. Sehr schön. Kommt wieder zurück, Leute. Das Hacking-System, ich feier's richtig geil. Damit machen wir jetzt so eine richtige Sneaky-Tour. Ja. Das finde ich ziemlich cool. Das wird echt ziemlich cool. Upgrade-Energie, dann können wir alles uns leisten. Ja. Motor. Wieder voll machen, meinst ja. du? Okay. Jetzt haben wir ja die Energie für alles. Okay, dann das Distress, packen wir Distress. Wahrscheinlich nicht mehr. Packen wir nicht mehr. Nee, das schaffen wir nicht mehr, stimmt. Also können wir auch hier lang. Ja, und dann unten lieber noch die ein paar Sterne mitnehmen. Ja, können wir und dann direkt ja, in den Nebel. Genau. Geh ich mal hier hin. Habe ich irgendwie ein gutes Gefühl gerade. Oh ja, Boarding Drone. Minus ein Drone Part und dafür ein Crewmitglied, ein Soldat. Soldat. Yes. Yes, Mann. Ich wollte das schon die ganze Zeit. Wir hatten auch noch gar keinen bisher. Ja, das keinen ist Run. Richtig gut, weil jetzt kriegen wir immer, sobald wir den in zusätzliche irgendeinem System. Energie. So, das Hacking-System wird jetzt von dem gesteuert quasi und wir haben einen Energiebalken mehr. Cool. Ja, oder du steckst. Ach so, ja doch. Ja, das Hacking-System. Ja, ist cool. Perfekt. Saugeil. Das gilt ja auch im Hacking-System. Nee. Aber stimmt, dann sollten wir lieber woanders hin machen. Lieber zum Motor. Ne? Viel besser. Ja, viel besser, auf jeden Fall. Motor oder Schild, kommen die immer gut. Ja, auf jeden Fall. Ich habe die oft in die Krankenstation auch gestellt. Ah, hier brauchen wir die... Okay. Boah, zwei Angriff-Drones. Und ein Ionendingens. Aber da kennen wir ja schon die Tour eigentlich. Boarding Drone. Ja, Drone. Aber und ich hacke das an alles Drohnensystem. Ran. Nicht zu hack vergessen. Dem, ja. Das Drohnensystem wird gehackt. Zack. Stimmt. Da ist es dran und bam. Oh, leider ist er auf der Seite gekommen. Aber ist doch gut. Ja, ist auch gut. Ist auch gut, stimmt. Oh, die sind ja schon wieder am Start, die Drones. Ja, ja. Unser Hacking-System ist halt nur Level 1. Das ist halt dann wir unbedingt upgraden, damit so müssen wir richtig sneaky werden. Ja. Das dauert natürlich jetzt ein bisschen, oh Mann. Ich glaube, glaubst du, das wird ein längerer Kampf? Das, ja, guck mal, der muss das immer wieder reparieren und dann geht er wieder rüber. Das dauert halt ewig. Ja. Eigentlich sogar, jetzt müssten wir sogar hier noch den Dings wegnehmen. Sonst springt er irgendwann weg. Meinst du, das Auto-Assaulting springt weg? Ja. Das springt eigentlich schon öfter mal weg. Aber gut, ja. An der Stelle würde ich sagen, spulen wir ein kleines Stück vor, bis es hier fertig ist. Wir machen das. Zieh es durch. Ja, wir machen das, aber wir spulen mal ein kleines Stück vor im Video. Willst du das und echt wir machen? Sind dann gleich wieder da. Ja. Bis der Kampf vorbei ist. Ach, wir haben noch die Zeit, wir können noch mal eine längere Folge machen. Komm. Ja, okay. Dann, was hast du so vor? Wie, was hast du so vor? Was machen wir denn jetzt als nächstes mit dem Schiff, ist die Frage. Ja, ich würde halt auf jeden Fall sagen, wir müssen gucken, dass wir halt jetzt, wir haben halt gerade mal wieder null Scrap eigentlich. Wir brauchen halt viel Geld noch, am besten. Und wenn wir viel Geld haben, würde ich sagen, geben wir das aus in den Crew-Teleporter und in das Hacking-System. Ja, Crew-Teleporter wäre schon geil, ne? Und halt in den Motor weiter und das Dreier-Schild halt sowieso. Also ansonsten Standard quasi, Schild, Motor und als Special, um uns als weiter Special richtig Hacking stark zu Teleport, machen. Teleport, ja. Genau. Ja, hört sich eigentlich ganz gut an. Und eventuell irgendwann nochmal ein auf eine Waffe, wenn wir noch eine zweite Waffe finden, sodass wir noch eine Rakete einsetzen können oder so. Mit zwei Energie. Guck mal, wir haben wie viel Cooldown? Wir haben 20 Sekunden Cooldown auf dem Teleporter. Sonst würde ich sie jetzt schnell mal rüberschicken und den Motor kaputt machen. Und dann wieder zurückschicken, weißt du? Aber kannst du vergessen, leider. Das überleben sie leider nicht, ja. Wir bräuchten noch so einen von der neuen Alien-Rasse jetzt. Das wäre trotzdem noch geil. Der halt auch in sauerstofffreien Räumen kämpfen kann. Das wäre ziemlich geil. Hm. Guck mal, hier unten sieht man auch sogar. Wie er heilt, ja. Wie er heilt, ja. Voll langsam. Ich schick mal einen hier rein, dann sieht man es noch besser. Da sieht man sogar. Nee, wir haben ja schon Vision. Oh Gott, das wird so lange dauern. Wollen wir nicht doch ein kleines Stück vorspulen? Nee, komm. Hey.
Das dauert einfach eine halbe Ewigkeit. Also, oder ich meine, also du findest auch Hacking und Crew-Teleporter wär das Richtige. Ja, auf jeden Fall, denke ich auch, ja. Das ist auf jeden Fall. Wir können auch mal hier, guck mal, die Valeria, die hat noch gar keinen Namen. Die braucht noch einen richtigen Namen. Oh ja, richtig, natürlich. Und ich muss dafür gerade mal was holen. Ach nee, das ist. Lalala. Ist am Start. So, ich werde mal gucken, was wir hier noch so für Zitate haben. Weißt du, aber manche machen wir so schnell fertig, ne? Und hier den so, oh, es ist so langsam. Und? Was hast du gefunden? Anscheinend ist in YouTube gerade ein Fehler. Na geil. Und ich kann die Folge nicht aufrufen. Und jetzt? Das ist mies. Warte, ich guck nochmal so FTL. Ich probiere es nochmal anders. Müssen wir den Dings wieder auferstehen lassen. Aber nein, der ist gestorben. In der letzten Folge. So, warte. Ja, ich der bin auf ist der gestorben. Folge. Ich bin auf der Folge. Moment, Moment, ah, okay. Moment. Und, wie sieht's aus? Flüchtet er schon? Nee, aber es sind immer noch 6 Balken und es dauert noch eine halbe Ewigkeit. Ja. Hier, sinnlos im Weltraum. Riker, ich will aber auch mal Captain sein. Picard, du kannst dir einen wichsen, Junge. Ist das von Dings oder was? Sinnlos im Weltraum. Ja. Okay. Kennst du den Film? Ja, das ist halt ein Dings, ja, eine Parodie zu Star Trek. Ja, auf jeden Fall. Können wir auch nehmen, das war der HSV Forever LP. HSV Forever, also einfach. Ja. Da müssen wir uns dann, können wir gleich erst nach dem Kampf machen, leider. Aber ja. Merken wir uns schon mal, der hat gewonnen. Der Sporno Wüsten hat auch einen sehr coolen Spruch hier. Hasta la vista, Baby, aus Terminator 2. Aber der Sporno Wüsten, wenn ich mich erinnere, war unser bei mit dem Community Cruiser 1 schon mal dabei. Ich glaube auch, ja, das könnte sein, ja. Oh, weißt du, was wir mal machen könnten jetzt, wenn es schon so behindert ist? Ja. Was ich denn? Jetzt, ich stell jetzt den Soldan in die Waffen, dann kriegt der Waffenlevel. Jedes Mal, wenn wir schießen. Ja, ist doch cool. Levelt da ein bisschen. Ja. Lalala, es ist so langweilig. Noch 4 Balken, nee, 5 Balken sind's noch. Ja, und gleich 4. Ja, naja. Will man machen. Gibt halt auch harte und zähe Kämpfe in diesem Spiel. Ja, aber das ist doch. Oh Gott. Oh mein Gott, oh, oh mein Gott. Gott. Oh mein Gott, das dreht durch. Oh mein Gott. Warum dauert das so lange? 4 Balken und ein Miss. Ich weiß nicht. Wollen wir diesmal vielleicht beim Endboss nur Dreier-Schilde haben und so viel Motor wie geht? Mal ja, eine Ausweichchance von 60% oder so. Ja, ja, können wir mal. Also, können wir gucken, wenn wir überhaupt zum Endboss kommen. Aber im Moment sieht es ja echt gut aus. Also die Kämpfe, die wir eben gemacht haben, waren entweder sauschnell vorbei oder halt, die können uns nichts machen. Ja, aber mit dem Hacking-System sind wir schon richtig gut am Start. Also jedes normale Schiff, was jetzt nicht hier so ein Auto-Assault-Hacker ist irgendwie oder so, den können wir halt richtig fies fertig machen. Ja, das stimmt. Zumindest können wir halt dafür sorgen, dass er uns nicht so viel machen kann. Ja, leider müssen wir das hier echt durchstehen, ne? Weil das einfach... Es gibt zu viel Scrap, als dass man da drauf verzichten könnte, einfach. Ja, der ist halt, wie gesagt, extrem wichtig, weil wir ja hier, die Upgrades werden nicht gerade billiger, die werden ja immer teurer sogar noch, desto mehr Energie. Balken, man sieht das ja unten in der Grafik dann auch, wie es immer teurer wird. Aber es würde sich lohnen, ein Cooldown von 10 Sekunden ist dann maximal beim Crew-Teleporter, oder was? Bitte? Beim Crew-Teleporter ist ja, dann 10 Sekunden... Sekunden, aber das ist schon ziemlich, ziemlich schnell. Ja, sollten wir auf jeden Fall da mitnehmen. Ja, auf jeden Fall. So, dann. Die Valeria hat gerade schon geskillt. Ich hab's genau gesehen. Ist das Ding erschienen neben dem Namen? Ja, ja, schon wieder. Erscheint die ganze Zeit, ja. Okay, ist schon ein kleiner Balken. Next Level, 14 von 65. Muss 65 mal schießen für ein Level. Und hierbei? 4 von 8, okay, cool. Also wenn sie noch 4 Leute tötet, die Necrofly,
Ja, und die sind bald die Superfighter. Die Reliktklette sogar noch weniger. Ist schon bei 6 von 8. Das sind die Fight Sisters. 5 von 8. Ne, 6 von 8. Die Fight Sisters. Ja. Ist Reliktklette auch weiblicher? Ich weiß es nicht. Ich nehme es einfach mal an jetzt. Es passt so gut irgendwie zu den kleinen Käfern da. Die kratzen und beißen. Boah, mein Kopfhörer ist gerade abgefallen. Chillig, einfach nur da. Noch zwei Balken. Noch zwei Balken. Ja, Erik, erzähl doch mal eine Geschichte aus deiner Jugend, komm. Das mache ich immer schon bei Minecraft, ja, wenn komm, das hören und will. Hau eine raus. Da gibt es so viele, deswegen kann man da nie genug von hören. Ja, aber jetzt spontan. Welche willst du denn hören? Fällt dir eine ein, gerade, die ich dir schon mal erzählt habe? Ja, okay, ich kann mal eine erzählen. Wir waren mal doch, du kannst mal erzählen, also wie wir mit so einem kleinen Mini-Hubschrauber losgezogen sind. Ja. Stimmt, ja, den hatte ich mal irgendwann geschenkt bekommen, so einen kleinen Hubschrauber. Da war das noch nicht so wie heute, dass man die an jeder Ecke kriegt, sondern einfach, da gab es die nur ganz selten und wir waren voll geil drauf, so ein Ding zu fliegen. Die man halt so fernsteuern konnte mit so einer richtig käsigen Fernbedienung noch und so, war richtig ja, geil. Ja, und dann, wir haben es auch ein paar Mal gemacht, ne, sind den geflogen und so, hatten auch voll Spaß dran. Und dann sind wir irgendwann auf den Sportplatz gegangen, also auf den Fußballplatz und wollten den da mal richtig austesten. Da hat man genug Platz und so, da kann nicht viel passieren, dachten wir auch. Weil der ist ja auch ziemlich empfindlich so. Also gehen wir da hin, starten das Ding und da war noch ein anderer Kumpel von uns dabei. Ne? Und der war immer schon so ein bisschen hyperaktiv. Nennen wir ihn mal kurz Meisemann. Und ja, der hat plötzlich die Fernbedienung in die Hand bekommen und nimmt das Ding, fliegt einfach nur so hoch, wie es geht, so hoch, dass der Hubschrauber keinen Empfang mehr hatte. Und man hat richtig gesehen, wie er plötzlich so, okay, es kommt kein Signal mehr an und der Hubschrauber macht einfach nur so einen krassen Abflug nach unten und stürzt halt mit, keine Ahnung, 70 km/h oder so auf den Boden. Und es war aber noch alles okay, ja. So sah es zumindest aus. Er ist nämlich mit den Rotorblättern zuerst ist er gelandet und dann macht der Kerl einfach noch, gibt weiter Gas und weiter Gas und weiter Gas und die Rotorblätter drehen sich schon so in die Erde rein. Oh Mann, ey. Und dann war er kaputt und ich war so sauer einfach nur. Und bis heute habe ich den nicht ersetzt bekommen, ey. Ja. Und der ist auch immer noch unser Kumpel, aber es war einfach so ein Spaß, ey. Oh Mann. Der kleine Helikopter, da ist er leider tragisch zu Ende gegangen. Tragisch draufgegangen, echt. Ja. So wie dieser Auto-Assault-Hacker hier jetzt gleich. Bam! Endlich! Und ja, passt zur Geschichte. Oh, 33 Grab. Siehst du, es hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt. Können wir schon fast was upgraden wieder. Ja, das stimmt. So. Jawohl, noch ein Engie-Schiff. Engie-Schiff. Perfekt, die mag ich immer. Guck einfach mal, drei Menschen. Einfach rüber und. Einfach rüber und noch eine Drone, komm. Nee, brauchen wir nicht, weil die hat eine Defense-Drone und eine Anti-Drone-Drone. Boah, krass. Ja. Aber nur ein Laser, ein Beam und drei Engies, die sowas von weggeschnetzelt werden. Ja, da lebt schon nur noch einer von. In dem Moment, wo du es sagst. Unser Fighting Fight Club hier. Fight Team. Zack, das war's schon. Ja, easy peasy. 35 Grab, upgraden. Heilen, upgraden. So, erstmal jetzt hier umbenennen. Wie war der Name noch gleich? HSV Forever LP. Genau, HSV Forever. Entschuldigung, nein, ich will dich nicht entlassen. Man kann Leute entlassen, wie dämlich ist das denn? Ja, ne? Aber ich meine, wenn du was austauschen willst, weißt du? Wenn du ach echt so, zu wenn viele du hast. Voll zu viele hast, ja. Na. HSV Forever LP. Ne, Forever ausgeschrieben. Ja, egal. Ja, das okay. Passt wenigstens ja. Hin, oder? Ja, so, ja. Ungefähr. Ich denke, ich hoffe, es ist okay so. Okay, den wieder zum Motor und geheilt sind sie und ab geht's, ab zum... Nee, du kannst upgraden. Soll ich? Oder meinst du, wir kommen zu einem Shop? Ja, ein Teleporter oder das Hacking System. Teleporter erstmal. Ja, denke ich auch, den brauchen wir auch öfter gerade. So, und... Energie rein. Ja, cool bleiben, das mach ich nee, schon Mann. Auf jeden Fall vom und Kampf. Und jetzt noch die Leute in den Teleporter ziehen direkt. Ey. Disziplin, Erik, Disziplin. So, meinst du, wir packen das hier und hier? Das nee, ist zu gierig, nicht, zu gierig. Aber hier auf jeden Fall noch. Ein anderer Mantis-Cruiser, aber auch nur zwei Crewmitglieder.
Ja, und jetzt zeigt sich auf jeden Fall die Stärke von dem Ding hier. Willst du eine Drone noch reinhauen? Hacken wir mal noch die Waffen. Ja, die Waffen, genau. Oder? Ja, die Waffen. Ah ne, die Cloning Bay. Oh Gott, die hat eine Cloning Bay. Oder den Sauerstoff. Nee, komm ey. Der hat eine Cloning Bay, sonst kommen die ja immer wieder. Ja, du musst eh noch schalt die Drone noch an einfach. Brauchen wir nicht. Das ist gar kein Problem. Brauchen wir nicht. Wir haben nur noch 6 Drone Parts, die müssen wir ein bisschen sparen. Du musst halt hacken, wenn die tot sind jetzt gleich. Ja, sofort. Stimmt eigentlich, das war ein bisschen doof. Aber die sterben eh gleichzeitig, denke ich mal. Und unsere Reliktkette. Unsere Reliktkette geht fast down. Oh, der verfolgt uns. In der Zeit kann unsere Superfly, Necrofly schon mal die abmetzeln. So, und jetzt? Jawohl, so wollte ich's. Alles klar. Sieht sehr gut aus. Und das war's. Aber, ihr seht, es ist nicht vorbei. Du musst die Cloning Bay zerstören. So sieht's aus. Aber ich habe ein bisschen Angst mit dem einen. Da ist er schon wieder. Oh, unsere Cloning Bay ist kaputt gegangen. Teleport. Das ist ganz schlecht. Was, der ist schon wieder da? Ich glaube, der ist schon wieder da. Nee, oder? Nee, die hauen noch auf die Cloning Bay. Jetzt ist er wieder da. Aber der Engie kam zuerst, das ist sehr gut. Den macht unser Vieh noch fertig. Reparier und alles, was. Unser Schild ist kaputt, du musst das Schild reparieren mit dem Engie bei uns, mit dem Sultan bei uns. Oh ja. Deswegen trifft ständig was. Ja. Einmal hat uns jetzt erst was getroffen. Ein Hall ist weg. Ich will hier die Waffen lieber. Greif ihn an oben, du musst ihn fertig machen und dann die Base. Ja, ganz cool, ganz cool. Ey, unsere Schilde sind komplett im Arsch jetzt. Zieh den Engie hoch noch zu den Schilden. Ja, okay, danke. Oh, er hat aufgegeben. Das war's. Ja, weil er die Cloning Bay zerstört hat. Ja. Sehr schön. Okay, noch 2 Treffer abgekriegt, so ein Mist. Aber naja. Okay, hol sie zurück, alles reparieren. Ja. Alle heilen. Genau. Heili. HSV Forever hat erst schon mal ein paar Treffer eingesteckt. Die beiden Kämpfer kannst du noch schön refreshen lassen. Ja, auf jeden Fall. So, unser Pilot kommt wieder zum Pilotensitz, natürlich. Den HSV Forever hatten wir im Motor. Die beiden wieder zum Crew-Teleporter. Ja, wenn sie voll sind. So, jetzt. Okay. So, und zum Distress und dann zum Exit. Jo. Hail them. Ja, okay, ihr wollt auf die Backen. Ihr ein kriegt Sultan, auf die Backen. Glaube ich. Was? 2 Sultan. Ja, 2 Sultan, stimmt. Wieder, sobald das Schild unten ist, ist es wieder so lächerlich dann. Und durch. Die Defense Drone brauchen wir auch nicht, weil die nur einen Beam und ein. Ja, durchkommen sie wahrscheinlich nicht. Oh, aber die haben unsere Schilde. Ja, aber das füllt sich gerade wieder auf. Ja, alles gut. Also die alles kommen. Gut, ja. Obwohl, der könnte Shield Pierce haben. Der ist ganz schön groß, der Laser hier. Nee, der kam eben schon nicht durch. Ja? Der kam schon mal, ja. Okay, dann ist ja alles gut. Dann nur warten, bis wir unser Fighting Team losschicken können. Gleich ist es soweit. Oh ja, dann jetzt sie. Ist es soweit. Und rüber damit. Rüber. Und jetzt schon wieder. Oh, schon nur noch die Hälfte leben. Nach so kurzer Zeit. Und ein Sultan down. Und er hat das Upgrade bekommen. Genau. Jetzt ist er der Ultra-Fighter. Oh, und noch eine Boarding-Drone bekommen. Oh, 2 Boarding-Drones. Das ist natürlich auch mal krass, wenn man 2 rüberschicken will, aber das kostet so viel Energie, das kann man nicht. Aber die verkaufen wir. Ja, ich denke auch, die müssen wir verkaufen. Aber 2 Boarding Drones, wenn man die hätte, ey, boah. Also wenn man die auf einem anderen Schiff hat, alter Schwede. 2 Löcher an 2 verschiedenen Stellen rein. Holy crap. Hätte auch einen Anreiz. Boah, guck mal, wie knapp das wird hier, aber wir packen. Das geht. Ja, wir packen. Das geht. Cool, okay, hier sehr ist schön. Nicht mehr. Ja, und dann war's das mit dem Sektor. Wollen wir noch was upgraden oder gucken wir mal, was im nächsten Sektor uns erwartet. Heben wir es uns mal auf den Scrap. Ja, entscheiden okay. Wir dann. Ja, genau. Alles klar, dann. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Genau, übermorgen, wie immer. Übermorgen. Ja, tschüss. Macht's gut, ciao.